Not a new amount of some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, packed up every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Transport Fever hier auf dem wunderschönen Kanal. Heute sind wir mal kurz dabei zu gucken, was ich im letzten Button natürlich noch nicht gemacht habe. Durch die Fabrik hier unten. Nein. Warum läuft die Fabrik nicht? Die braucht doch Holzbretter. Bretter und Stahl. Und daraus macht sie warm. Doch, guck mal. Hier wurde doch was hergestellt, aber viel zu wenig. Also das heißt, wir haben insgesamt viel zu wenig Holz. Was machen wir? Wir brauchen mehr Holz, aber mehr Transporter will ich hier nicht fahren lassen. Und mehr Züge kann ich auch nicht fahren lassen, weil das viel zu viel wird. Das ist ein großes, großes Problem. Auch nochmal Holz mit, das ist schon gut. Wir bringen ja Holz von oben mit, das ist schon mal in Ordnung. So, wir hatten ja letzte Folge, hatten wir hier den TGV uns geholt auf die Linie 10. Die lange Variante. Überlegung war natürlich, ob ich mir jetzt auch noch den anderen hole. Aber ich werde mal kurz eins gucken. 240 Meter Kollision und Terranangleichung. Wir werden jetzt mal uns, glaube ich, darum kümmern, nach und nach so mal die Bahnhöfe zu verlängern. Vor allem jetzt, wenn der TGV bei uns fährt. Das bedeutet, wir werden hier mal ein paar Sachen wegreißen. Den Bahnhof verlängern. So, Bahnhof kurz mal ausgebaut auf 320 Meter, Höchstgeschwindigkeit, Oberleitung, hat einen langen Moment gedauert, vor allem die Logik wieder dahinter zu haben, welche Zugverbindung, also wie muss ich das machen? Die Frage ist natürlich, sind die Linien jetzt die gleichen, beziehungsweise die Haltestellen? Ja, sind sie, und ich würde mal sagen, so sieht das eigentlich auch alles in Ordnung aus, so wie ich das gemacht habe. So, wir haben ja hier diese Strecke. Muss ich mal gucken. Hier haben wir aber nur ein Fahrzeug drauf. 8 Waggons. 57, der ist nicht ganz so angereizt. Das ist natürlich Scheibengleister. Wie wär's denn, wenn ich, soll man hier fahren? Naja, im Trebs, hier haben wir einen kleinen Zug. Was ist denn, wenn ich hier eine durchgehende Bahn baue? Die aber, ab ins Depot und verkaufen, ab ins Depot und verkaufen. So, wir haben hier sowieso nur einen Zug auf der Strecke. Soweit ich weiß. Das heißt, wir können die ganze Strecke in TGV fahren lassen. Wir haben ja aber nur einen fahren lassen. Ne? Das wird schon. Da müssen wir aber den langen nehmen. Und der lange, der hat hier im Moment zu wenig zu sagen. Wenn ihr wisst, wie ich das meine. Und ausbauen kann ich den Bahnhof nicht direkt. Hier vorne wird es gehen, hinten wird es nicht gehen. Hinten muss ich komplett umbauen. Was sagen denn 250 Meter? 250 Meter geht natürlich auch nicht, das ist klar. Aber fangen wir erstmal an mit dem Bahnhof hier. Weil das gefällt mir irgendwie überhaupt nicht mehr. Frage ist nur, was machen wir hier draus? Gehen wir mal kurz auf Pause. Wir löschen am besten hier mal so die Strecke. Und bauen mal den Bahnhof aus. Wir möchten hier 320 Meter haben. Abriss bestätigen, ja. Fahrzeug hereinkommen. Das bedeutet,
Wie machen wir das jetzt am dümmsten? 23 Meter sind hier. Speichern! Das kotzt mich jedes Mal an. So. Steigung zu groß. Lass mal noch ein kleines bisschen mehr. So. Schön, ist immer noch nicht so. Dann schließen wir mal das hier. Dann müssen wir nämlich hier hier verbinden, damit die Fahrzeuge verkauft werden können. Löschen wir aber dann gleich, damit wir dann ja den TGV holen können, den wir auf die ganze Strecke verteilen können. Was sagt eigentlich hier? Die sind nur bei 100. Die Produktion muss man am besten mal... Obwohl, das bisschen Holz, was hier mitgeht, das ist schon okay so. Das Sägewerk hat Probleme, es soll mehr abtransportiert werden. Was sagt der Bahnhof? Der Bahnhof sagt, ich bin voll. Geil. Die Frage ist, wo fährst du jetzt hin? Neu-Ulm dran? Nee. Warum fährst du nach Neu-Ulm? Wir fahren alle jetzt erstmal nach Neu-Ulm. Okay, gut. So. Fahrzeuge verkauft? Oder wie sieht's aus? Ich hoffe mal, dass alle Fahrzeuge verkauft sind. Ja, sind sie. Löschen, löschen, löschen. Bahnhof erweitern. 320 Meter. Ja, anwenden. Ist doch nicht möglich, leck mich. Ich bin das Spiel. So. Erstmal mit hier mal ein kleines bisschen wegreißen. Schön, dass es nicht unbedingt, aber es geht schon. Das können wir jetzt auch irgendwann mal machen. So viel Geld, wie wir haben. Mal alles ein bisschen schöner machen. So, dann heißt das. Mal kurz hier erweitern. Bisher, ab hier fährt, glaube ich, nur ein Zug los. Also hier hinten ist da irgendwie Endstation. Ist, glaube ich, schon gut so. Und drehen und Züge kaufen. Dann holen wir uns den TGV. Holen wir uns auch die lange Variante am besten. Neun Millionen im Jahr. Alles klar. So. Und dann kommt eine komplett neue Strecke, die jeden verdammten Bahnhof bis zum Ende mitnimmt. Und dann ist hier Endstation, dann dreht er um. Man könnte fast nochmal sagen, okay, der dreht hier nochmal seine Runde und fährt dann nochmal zurück. Ob das zu lange ist? Ich glaube ja. Deswegen fährt er dann gleich zurück. So. Achso, Neu-Ulm brauche ich ja nicht nochmal. So. Der Zug wäre jetzt unterwegs. Er hätte jetzt keine Probleme irgendwie. Ja, das hier müssen wir vielleicht nochmal irgendwie ändern, damit er hier mit 300 km/h vielleicht hier geradeaus durchfahren kann.
Aber ach, der Zug ist schon unterwegs. Hier ist er ja. Gut, wie gesagt, er wird seine Geschwindigkeit wird er nicht ausfahren können. Und jetzt müssen sie sich auch erstmal dran gewöhnen, dass jetzt so ein Zug fährt und nicht mehr so ein Zug fährt. Deswegen werden wir mal gucken. Wir haben jetzt, was ist Linie 1? Was ist Linie 10? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Öschenbüttel-Trebs, Tittersee. Ach, das ist schon offen. Gut, okay. Oh, wir haben Gelenkbus. Das ist sehr, sehr schön. So, Neu-Ulm-Trebs wird nicht mehr gebraucht. Uschenbuddel-Dittersee-Trebs ist die verkürzte Strecke, die kann man auch wegnehmen. Trebs-Dittersee. Trebs-Dittersee-Trebs-Dittersee. Das ist auch nochmal so eine kurze Strecke. Was ist jetzt Linie 1 und was ist Linie 16? Existiert gar nicht. Das ist auch gut. Das heißt, wir können also Öschenbüttel-Trebs wegnehmen. Wir brauchen die nicht mehr. Linie 16 existiert gar nichts. Und wir haben noch Trebs-Tittersee, die können wir löschen. Und wir haben auch die Linie 1, die wird gelöscht. So. Bretter. Listler, das ist sehr viel. Die Frage ist jetzt bloß, warum wird hier hinten nicht so viel hintransportiert? Terminus, Diagramme. 60, naja. Geht schon, viel ist es nicht, wenig ist es auch nicht. Es wird eben nicht so viel gebraucht. Das ist die große Sache. Wir können aber noch eins machen. Die Fahrzeuge Linie 6. Sollen einfach noch mal ein bisschen Holz mitnehmen. Warum auch nicht? So können die von hier aus auch noch ein bisschen Holz mitnehmen. Das ist, glaube ich, relativ gut. Das ist schon ganz okay. Das Sägewerk sagt wieder, jo, transportiert mal mehr ab. Im Lager ist auch sehr, sehr viel Holz hier. Das heißt also, es wird einfach viel zu wenig abtransportiert. Das ist wirklich das große Problem hier. Auch hier ist im Lager sehr viel. Aber mehr kann ich hier nicht machen. Außer eine Zugverbindung hinzusetzen. Aber dann können wir uns eigentlich das Ganze sparen und direkt von hier aus die Züge fahren lassen. Dann kann ich aber den großen Bahnhof hier sparen, weil ich auch na, alles hier rübersetzen kann und von hier aus machen kann. Was mir im Moment so viel Arbeit ist. Jetzt habe ich aus Versehen euch. Ich bin ein bisschen berührt. Tut mir leid. So. Flugzeuge. Haben wir noch nie gemacht. Will ich aber machen. Ich will die oberen Städte mal ein bisschen mit den unteren verbinden. Ich weiß, es leckt gerade. Flugzeuge ist allgemein so ein Thema, was extrem leckt in dem Game, finde ich. Und wir können einen großen Flughafen uns bauen für 10 Millionen. Glaube ich, kein großes Thema mehr. Die Frage ist nur, wohin direkt? Weil wir brauchen schon sehr viel Platz für den. Hier würde ich aber den einen extra Bus Transport rausnehmen noch. Der hier extra rausfährt. Also ich werde erstmal drei Terminals. Das hätten wir auch später noch machen können, aber warum nicht jetzt, wenn nicht dann? Oder wie heißt das, wenn nicht jetzt waren, dann so. Ein Feld wird entfernt, habe ich kein großes Problem damit. So, das heißt, wir brauchen ein bisschen eine Busverbindung. Das kriegen wir hin. Wir nehmen erstmal einen. Wir bauen gleich einen großen hin. Warum auch nicht? So, und dann geht es eben von der Stadt aus, vom Hauptbahnhof würde ich sagen. Geht es dann dorthin, Straßenfahrzeug.
werden zwei von denen gebaut. Oder gekauft, nicht gebaut, sondern gekauft. Dann vom Hauptbahnhof hier zum Flugplatz hier rüber. Jetzt brauchen wir nur noch eine Stadt, die wir verbinden mit dem Flugplatz. Am besten wirklich am Arsch der Welt hier unten irgendwas, wo wir wirklich noch nie waren. Und ich sehe gerade was, wir haben das Straßendepot der 70er Jahre. Das kommt natürlich hier unten hin. Richtig chillig, billig, hier unten ein bisschen angedockt. Richtig geil, wie das aussieht, finde ich. Und hier kommen natürlich ein paar mehr Fahrzeuge hin. Auch wenn das hier unten eigentlich überhaupt nichts los ist. Aber ich habe nämlich das hier vor, die sollen hier, dann sollen sie hier und dann sollen sie hier hin, dann sollen sie hier hinfahren. Und deswegen dauert das einen kleinen Moment, bis, die werden sowieso jetzt erstmal ihr Minus einfahren. Wir müssen sowieso irgendwann mal hier alles benennen. Und dann die Flugzeuge. Wir haben hier sehr viele, wir haben die Junkers, die ganzen ersten. Eigentlich müssen wir mit was Kleines anfangen, um dann größer zu gehen. Wir haben die Doppelstockwagen. Ich liebe es. Aber ich würde mal sagen, mit einer Boeing 757. Mit 55 Fluggästen, die mal Platz haben, fangen wir eigentlich relativ gut an. Bauen wir nur eins. 800 km/h schnell. Eine Concorde, habe ich ja gesagt, will ich nicht aus dem vollen Grund. Die bringt mir nicht viel. Und wir werden einfach mal von hier aus kurz mal auf Stopp gehen. Ich möchte nämlich den ersten Flug, den ich miterleben, hier rüber fliegen. So. Und dann gucken wir mal. Hier ist das Flugzeug, wo ich jetzt den ersten Flug miterleben möchte. Weil das ist nämlich das Ende des Portals. Wir haben gesehen, unsere Produktion der Waren funktioniert. Wir haben auch gesehen, dass da und da mal wieder was funktioniert. Das ist sehr, sehr schön. Und auch so, wie es sein soll. Schön auf die Startbahn rollen. So soll es sein. Oder Startbahn nicht. Erstmal Runway. Dann geht es hier ins Gate. Natürlich will noch keiner einsteigen. Es ist ja der erste Flug. Keiner weiß, dass es überhaupt diesen Flug gibt. Im echten nehmen wir jetzt noch dieses Pushback-Car da, was es hier natürlich nicht gibt. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Finde ich, weil ich, das wäre schon ein bisschen, ich glaube, sehr viel, was man hier noch einbauen müsste. Deswegen und deswegen alles gut. Letzten Part, den ich jetzt außerdem jetzt erstmal im Voraus aufnehme, weil ich habe jetzt wieder für nächste Woche schon vorproduziert, da ich, dass ich nur Transport Fever und Portal im Moment aufnehme. Und jetzt geht's los. In Wirklichkeit wird er jetzt stehen bleiben, nochmal Schwung aufnehmen. Macht er auch fast richtig wie im echten Leben. Nicht ganz wie im echten Leben, klappt aber trotzdem. Und dann geht's ab nach Washington Süd. Dauert natürlich jetzt seine Minuten. Aber alles gut. Ja, wie gesagt, Position extrem. Hat aber auch wieder den Grund, dass ich wenig Zeit habe und immer wieder mal zwischendurch mal wieder ein bisschen zocke. Am Wochenende, dieses Wochenende wieder keiner da ist, damit mit zocken kann. Und am Sonntag kommt ja wieder ReLive. Also diesen Sonntag nächsten vielleicht auch. Das heißt, jetzt für euch, jetzt muss ich erstmal gucken. Der 25. müsste sein, ist jetzt erstmal was zu kochen eingeplant. Dann das Wochenende, der 4.3. ist etwas zu backen eingeplant. Ich weiß natürlich nicht, ob das funktioniert. So, jetzt haben wir unsere Reisegeschwindigkeit erreicht. Wir müssen schon wieder ein bisschen ab. Was am 11. oder am 18. oder so passiert, weiß ich nicht. Ich habe am 15.3. habe ich wieder Geburtstag. Ob da irgendwie was gemacht wird, ich könnte mir gut vorstellen, dass ich da irgendwie nochmal irgendwie backen werde oder irgendwie was. Ein bisschen ReLive sollte ja schon da sein. Ja,
Jetzt gehen wir schon wieder in den Sinkflug über. Hoffentlich auch einigermaßen realistisch. Ich sehe bisher keine Ahnung, wo der Flughafen sein soll. Obwohl ich ihn selber gebaut habe oder eingeweiht oder wie ihr es auch immer nennen möchtet. Ja. So, jetzt haben wir es noch gleich. Jetzt haben wir schon 17:45. 16:45, gleich 17 Uhr. Also relativ gut die Zeit vorangebracht. Da ist der Flugplatz. Klar, wenn man sich nicht drehen kann, sieht man den auch schlecht. So, ab in den Landeanflug und dann hoffentlich, meine Idee ist jetzt sein, da die ganzen Leute von unten nach oben zu bringen. Ja, okay, wir merken uns, der Berg muss weg. Also im echten Leben wäre das jetzt schon allein nicht realistisch. Also noch nicht so richtig realistisch. Wir haben eine extra Landepiste, das ist ja nett. Also der Berg muss noch weg. Ich würde gerade sagen, wir die to take off. Da sind wir aber schon gelandet. Da ist unser Flugzeug. Hier ist natürlich noch keiner, aber dieser Berg, der mir eigentlich relativ gut gefällt, muss leider weichen. So, jetzt entstand hier ein kleiner Krater, wird glaube ich immer noch nicht reichen, weil hier muss glaube ich alles so ein bisschen in der Höhe kommen. So viel Lust habe ich aber gerade nicht, das zu machen. Wichtig ist bloß, dass irgendwie mal das hier sich mal anregt und die Leute natürlich reisen wollen. Und wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch einfach mal einen Daumen nach oben da, wenn nicht einen Daumen nach unten. Schreibt in die Kommentare, ob ihr natürlich mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Hier sind ein paar Leute drinnen, die wollen aber bestimmt woanders hinreisen. Ist alles kein Problem. So soll es auch sein. Auch mal von Stadt zu Stadt reisen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt ihr mal so Wort. Ciao, ciao.